Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Darksiders 1. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir schmeißen mal kurz so ein Bombending an die Wand. Wir nehmen auch gleich mal hier Feuer mit. Passiert hier irgendwas Dummes? Ich hoffe nicht. Wäre halt schon voll scheiße. So. Oh oh. Ich wusste doch, da passiert irgendwas Dummes. Es war irgendwie klar. Ich fühle mich vielleicht ein bisschen übermüdet an. Das liegt daran, dass ich mal wieder durchgemacht habe. Weil ich einfach nicht schlafen wollte, Leute. Ich wollte zocken. Verurteilt mein Hobby nicht. Ihr habt auch Hobbys. Okay. Hier ist die Statue, die wir nach oben fahren müssen. Brumm, brumm, brumm. Tada. Gut, jetzt hoffe ich, dass wir wenigstens an einer Lebenskiste vorbeikommen, weil jetzt wird es gleich wieder richtig Arschloch. Komm, komm, Feuer. Und jetzt weg hier. Feuer. So. Und Feuer. Aua. Mit den Typen ist einfach nicht zu spaßen. Voll unfair. Na komm her jetzt. Oh, Alter. Bildschirm, mach keinen Scheiß. Okay. Wir haben ihn besiegt. Gut. Wir haben trotzdem fast kein Leben mehr. Das heißt, wenn jetzt noch irgendwas schief läuft, gehen wir drauf. Oh, war ja irgendwie klar, dass sowas passieren musste. Kommt schon her, ihr Arschgeigen. Alter, schlag mich nicht, Junge. Stirb. Aua, Junge. Hier, komm, stirb. Stirb. Ich sollte weniger Kaffee saufen. Ich krieg gerade schon wieder Zitteranfälle. Vom vielen Kaffee. Okay, hier haben wir diesen, wie hieß er, den Gefängniswärter zusammengeschlagen. Der kam von da oben. Der ist aber tot, deswegen kommt hier keiner und nervt. Sesam, öffne dich. Wir machen mal drehen am zweiten Hebel. Mann, ich sollte mal überlegen, was ich sage. Wir machen mal drehen am zweiten Hebel. Gedeutscht like a pro. So, jetzt kommen wir schön auf die andere Seite, können da wieder was öffnen und kriegen wahrscheinlich gleich wieder bösen Besuch. Komm, spring. Boom, boom, boom. Wo geht's denn hier lang? Ah ja, stimmt. Hier geht's zurück.
Wo geht's hier lang? Ich sehe was, was ihr seht, und ich verschwinde. Habe ich eigentlich? Nein, habe ich nicht. Okay, wir gehen erst hoch zu Vulgrim. Wir wissen ja jetzt den Weg. Wir kennen ja jetzt die Abkürzung. Wir müssen kurz zu Vulgrim hoch. Also ganz hoch. Unterwegs nehmen wir natürlich noch ein paar Gegner mit. Denn Vulgrim freut sich immer über ein paar extra Seelen. Wir wissen es ja. Außerdem möchte ich mir kurz ein paar Sachen besorgen. Keine Upgrades, sondern ein paar Verbrauchsgegenstände. Heiltränke. Bevor wir jetzt hier anfangen, gegen diese Heinis zu kämpfen, weil die Heinis, die haben es schon ein bisschen arg drauf, wenn man mal ehrlich sind. So, hier ist nichts los. Gut, dann gehen wir jetzt direkt weiter. Okay, wer sich noch dran erinnert, auf dem Weg zur Kathedrale sind wir ja über das Bestien. Komm her, gib mir Leben. Du auch. Fuck. Einmal nicht aufgepasst und schon kommt sowas. Gut, die Räume hier, die sind eigentlich immer leer. Ich weiß nicht, warum das heute so lädt. Ich hab wohl wahrscheinlich wieder zu viel im Hintergrund laufen. Los, komm her. Lass dich zusammenschlachten. Wir nehmen natürlich noch ein paar Fledermäuse mit, bevor wir unsere Verbrauchsgegenstände besorgen. Repiere. Repiere. Alter. Ich habe gesagt, krepiere nicht, schlag nicht. Doof, dass die so viel Leben geben, hey. Gut, Vulgrim, komm her, ich brauche dich kurz. Nein, nein, nein. Wo waren die jetzt hier? Gegenstände. Wir tauschen erstmal unsere Artefakte ein. Das sind nochmal 2000 Seelen. Gut, wir kaufen uns eine große Lebensessenz. Das reicht. Nicht OI. Inventare. Ausrüstung und Zorn. Besessenheit. Hau die mal da drauf. Weißt du nicht, ob wir und wann wir sie brauchen. Aber jetzt hätte ich ganz die hier. Spreche mit Vulgrim. Und weil es so lecker war, kaufen wir uns gleich eine zweite. Und dann gucken wir mal. Orbitschlitzer. Oh nein. Nice, nice, nice. Angriff der Trefferfolge. Meteorschlag ist doof. Der Schwerthaken wird kräftiger. Ja, machen wir den Orbitschlitzer. Und den Meteorschlag. Gut, den Meteorschlag, den kann ich kurz erklären. Das war der Meteorschlag. Gut, das war der Orbitschlitzer. Ne, das war er nicht. Das war was anderes. Egal, hier haben wir den Powerschlag. Aus der Luft. Am besten ist aber immer noch die Harpune gegen leichte Gegner. Die zerfetzt es dann. So, jetzt gehen wir schnell wieder runter in den Keller. Diesmal ohne lästige Fledermäuse, die uns nerven wollen. Mit Full HP und ein bisschen extra Gedönse. So, jetzt brauchen wir auch nicht mehr den ganzen Weg außen rum gehen. Wir gehen einfach die Abkürzung. Da müssen wir nicht an so vielen Gegnern vorbei. Und jetzt können wir auch gleich mal. Ja, gut, der Angriff, der ist nicht stark.
Er hilft halt, wenn man aus dem Sprung kommt oder von einer Erhöhung auf Gegner zuschlägt. Arg viel Kraft reinstecken kann man da natürlich auch, wenn der Skill dementsprechend gelevelt ist. Aber für uns im Moment noch relativ schwach. Komm. Komm, drop ins Lava. Sei ein braves Skelett, dankeschön. Das erspart mir lange Hinrichtungszeit. Oh. Jetzt kommen wir hier raus, wo vorher die Sackgasse war. Und jetzt können wir hier ganz chill rein. Und runter. Au, 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 au. Oh, der hat Kraft, der Junge. Auf den müssten wir aufpassen. Aber wenn er uns trifft, naja, dann ist halt so. Nein. Hau ab. Das gleiche gilt für dich, doofe Skelette. Oh, das wird wieder so ein Superkampf. Ausweichen, ausweichen, schlagen. Komm, schlag zu. Das wird gleich noch richtig fies hier unten. Kann ich schon mal petzen. Warum, weshalb, wieso, das sehen wir dann gleich. Wenn wir dieses Ungetüm hier mal erledigen können. Abgestochen. So. Gut. Das war sozusagen. Ja, gut. Das ist immer noch Part des einfachen Teils. Oh oh. Es will mich schlagen. Oh oh. Es ist wieder angegiftet. Oh oh, ausweichen. Und nochmal zuschlagen. Und daneben. Oh oh. Oh, Chaosfresser, Alter, erschreck mich nicht so. Genau, schmeiß uns mal den Kopf weg. Gut. Nein, das brauchen wir nicht. Die Seelen können wir gut brauchen. Okay, jetzt fängt der böse Teil an. Take the sword. Turn around and look into the eyes of two of those Arschgeigen. Das ist jetzt wahrscheinlich das einzige Mal, dass ich diesen scheiß Skill benutze. Aua, 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 aua. Einfach das Unfaire ist, die sind zu zweit. Das macht es für mich nicht gerade sehr einfach, die zu besiegen. Als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, habe ich es genau hier verkackt, weil ich so schlecht drauf war. Also weil ich nicht stark genug war, weil ich die Skills nicht gut genug gelevelt habe. Aua. Da hat er mich nochmal erwischt. Deswegen haben wir uns auch gerade nochmal heilen müssen. Bei Wulgrin. Deswegen haben wir uns auch nochmal diese Heilungen besorgt. Aua, aua, aua. Au. Der hat mich erwischt.
Ich weiß, dass ich schwach bin. Was meinst du, warum ich so viel ausweiche, Junge? Oh, das wird einfacher, wenn einer von denen weg ist. Okay, jetzt wird es langsam kritisch. Jetzt brauche ich die Lebenskiste da hinten, bevor wir unsere Lebensessenz verballern. Daneben. Zusammengeschlagen. Gut, jetzt können wir uns um den da kümmern. Viel Glück, Alter. Boah. Gut. Dann haben wir das auch mal geschafft. Das Ding steigt jetzt an. Auf dass wir hier wieder ganz entspannt rauslaufen können. So, jetzt müssen wir zurück in den anderen Raum. Hier. Und darüber kommen. Gut. Probieren wir es. Was da drüben sein soll, kein Plan. Da müssen wir wohl gar nicht hin. Das sind sie einfach just for fun eingebaut. Damit es Level Design ein bisschen schöner aussieht da hinten. Okay, nein, das stimmt doch gar nicht. Was laber ich? Hier müssen wir gar nicht lang. Wenn dann, dann gehen wir hier. Nein, nicht da lang. Oder doch, da lang? Ja doch, wir müssen ja zurück in den großen Runden. Nee, stimmt nicht. Hier müssen wir nicht lang. Wir müssen zurück in diesen kreisrunden Raum. Okay, da kommen wir nicht hoch. Wir sterben. Beziehungsweise gehen ab in die Lava. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Na, kommst du ran? So war das. Jetzt müssen wir zurück. Und zwar in der Richtung. Wir müssen auf die andere Seite. Zurück in den runden Raum mit den drei Wärtern. Ja, genau. Aber was dann passiert, ich habe echt keinen Plan mehr, weil es ist schon. Ich habe es zwar schon mal durch gehabt, aber das ist auch schon wieder eine Weile her. Jetzt fahren wir, glaube ich, erstmal hoch. Und schön, wie urplötzlich wieder dein Schwert zurückkommt, Krieg. Ja, genau. Wir fahren jetzt erstmal nach oben. Endboss Tiamat machen wir dann nächste Folge. Würde ich sagen, weil jetzt geht auch gleich die Tür auf. Mit einem Grund, warum ich unbedingt nochmal Leben holen wollte. Weil jetzt heißt's. Was ist das? Ja, okay, halt's Maul. Da kommen wir nicht mehr raus. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns, machen wir jetzt mal 2 Minuten früher Schluss und sehen uns in der nächsten Folge. Und nächste Folge machen wir dann den ersten Endboss Tiamat platt. Bis dahin, auf Wiedersehen.